Ich habe jetzt noch keine Indizie gefunden, wer das sein könnte. Ja, und jetzt kommen wir im zweiten Part von diesem Spiel. Die Traumsequenzen. Was zum? Erinnert mich ein bisschen an Kairo. Scheint mir wohl. Boah, die laute Musik ist aber laut hier drin. Ah, die Taschenuhr. Uncle Ed's old compass. I doubt he ever actually needed it, but he still took it everywhere. Aha. Ja, der bringt's. Es ist ja wie, als ob man bei Minecraft in der Hölle ist. Ja, leider kann man die Musik nicht leiser machen. Mir klingelt sie gerade in den Ohren. Ach du Scheiße. Noch was, was sie fixen müssen. Oh, ist das laut. Schnell hier rein. Hoffentlich wird es denn leiser. Oh, es wird leiser. Oh, ist das schön. Achso, Damm. Oh. Ja, klasse, jetzt bin ich in der Wüste. Noch. Wow, doesn't look too inviting down there. Who would even build something so unwelcoming? Ja, bevor ich da reingehe, will ich mich nochmal umgucken. Wer weiß, was hier noch so ist. Aber die Musik hier ist auch verdammt laut. Ah, ein Wegweiser. Graveyard, Catacombs Media Center. The Hollow Clifftop. Ah, was ist das denn? Die Dartscheibe fehlt. Diese Musik doch. Sie ist zwar schön, aber laut. Was ist das denn? Oh, sieht schon schön aus. Gerade mit diesem Sonnenflare, mit dem Shader, wie das heißt. Was ist denn The Hollow? Das
Sehr schick. Was ist das denn? Das sieht aus, als ob es nicht hierher gehört. Interagieren wir mal damit. Mal sehen, wo ich denn hinkomme. Klingt japanisch auf dem ersten Hörer. Ja. Mitmachen? Achso, da komme ich wieder nach oben. Was ist das denn? Aha. Befinde ich mich in einem dieser Gänge? Mal eine schöne Abwechslung zwischen den ganzen Horrorspielen, die Steve und ich momentan daddeln. You can peek, appear, squid and stare, but you will only see the future clearly when you are there. Oh. Oh, ich kann sogar schnell laufen. Das ist doch gut. Das gefällt mir. Achso, aber nur für ein paar Sekunden. So, jetzt sind wir wieder hier. Von hier kommen wir. Also den Gang. Ja. Das ist das Arbeitszimmer. There will be nobody to help them. They will output their season's crop. Nobody to stop their REM. REM? So listen to your back. Was ist das denn? Ah, ein Grafiktablett. Eine Tür. Ich kann nichts mit der Tür machen. Oh, die Musik wird leiser. Das finde ich schön. Aha, hier geht's ins Grüne. Keep an eye for the dream dweller. His hands to grab his mind that cheats. Mhm. Okay, hier komme ich anscheinend weiter. Hier komme ich wieder in den Irrgarten. Also habe ich den Ausweg schon gefunden, glaube ich. Keep an ear for... Hä? Ah ne, hier war ich noch nicht. Komischerweise ist der Sound jetzt auf Mono gewechselt. Jetzt höre ich das nur links. Ah, jetzt ist es wieder Stereo.
Squandering. Also so einen Traum hatte ich noch nie gehabt. Jetzt? Ich höre eine Uhr. Ich bin aufgewacht. Meine Güte, hat er gesoffen oder warum ist er... Haben wir es tags? Und wer hat das Licht angemacht? Hä? Warum ist der Fernseher wieder an? Wer war das? Wer war hier? War es Wilhelm? Nee, wie hieß er? Wilfred? Nee, keine Ahnung, irgendwas mit W. Well, that's another program you never finished, Howard. Howard? Nee, wir sind aber nicht Howard, oder? Wir sind noch Edward. Edward, ja. Oder bin ich Howard und Edward ist mein Vater? Haha. So. Da hatte ich mal kurz eine Pinkelpause gemacht. Ich glaube, wir müssen wieder zu Bett. Well, let's see what sleep shows me tonight. What sleep shows me tonight? Wahrscheinlich ein Engländer, der das gesprochen hat. Dem Akzent zu urteilen. Mal sehen, wo wir jetzt ankommen. Ja, wieder im Animus der Träume. Habe ich denn jetzt was freigeschaltet? Nee. Gut, dann gehen wir nochmal da rein. Wahrscheinlich bin ich irgendwie falsch gelaufen. Könnt ihr mir vorstellen. Miau, miau. Wieso signalisieren eigentlich drei Zs einem, zumindest einem Daddler, dass man schläft? Man kennt's, ich kenne es zumindest aus vielen Spielen, dass wenn man irgendwie sich zu Bett legt, dass dann drei Zs kommen. Aber was hat das für einen Ursprung? Das wäre mal interessant rauszufinden. Kann ich da auf diesen Minecraft-Kram raufspringen? Nee. Die sehen irgendwie ungewöhnlich aus, die Felsen. Oh, oh, oh. Wie geil. Das sieht ja mal echt cool aus. Oh, it's hot in here. Reminds me of my uncle's greenhouse. I used to sit in there and read Lord of the Flies. I felt like I was on that island. Aha. Gut, hier hinten links. Was ist das denn? Junkyard. To dream of a junkyard shows you feel rejected. It can also represent a desire to rid yourself of bad habits and negative characteristics. Arcade. To see or play with an arcade machine in your dream can symbolize fun times from your childhood. You may be looking for the comfort and safety of home. It also shows a playful attitude and a competitive side to you. Amps. To see musical instruments in your dream indicates the expectation of fun times to come. You are focused on enjoying life and all that it has to offer. The dream also represents your talents and your ability to communicate with others. Hm. Also ich habe noch nie irgendwelche Musikinstrumente beim Traum gesehen. Was soll denn das sagen? Anscheinend.
Ich habe aber noch nie von einem Junkyard geträumt. That would have been quite informative if I hadn't read it a million times already in my dream meaning Bible. Ha! Huh. All those TVs remind me of the media storage room at university. Also, ist jetzt mit Frames los? Na, alles in Ordnung. Media Studios. Was steht da? Ah, jetzt wird's. The Study Shake. 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 Das ist glaube ich. Oh, look! It's Robot! I used to love that game when I was a kid. What's he doing in this junkyard? Wer weiß. Oh, und da sind die Videospiele.